Hallo Leute, willkommen zurück zu Surviving Mars. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen gucken. Kein verfügbares Servicegebäude, Entspannung. Aber keine funktionierende Wohnung, minus 40, das ist eher das größere Problem. Warum denn eigentlich? We have a power shortage. Ja, weil wir ein Problem haben mit Energie und auch, warte, Stromknappheit, Sauerstoffknappheit, Wasser haben wir Überschuss aktuell. Wie können wir denn eine Sauerstoffknappheit haben, wenn hier die Dinger halb voll beladen? Warte, ich verstehe das nicht. Guck mal, wie voll die sind. Kapazität 100. Wieso gibt... Das muss doch abgegeben werden dann hier unten. Also Wartung bitte mal bei beiden. Außerdem dieses WAS-Ding. Macht ja selber auch noch Wasser. Wasser verstehe ich absolut nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Netzressourcen. Jetzt haut es wieder hin. Ich baue noch einen Speicher auf jeden Fall. So, kriegen wir den da rein. So, egal, kann nicht schaden. Haben wir nicht noch so ein Teil mitgebracht? Ein Stirling Generator haben wir nicht. So, da müssen wir mal wieder schauen, ob das automatisch repariert wird. 29 von 40, guck mal, er hat das da reingepackt. Ich wollte schon sagen, kann man das nicht... Hier Priorität. Ich muss zurück zur Erde. Und generell Metallvorkommen. Sieht erstmal noch gut aus. Stromknappheit. Sobald es dunkel wird, habe ich ein Problem, was Strom angeht. Wartung anfordern. Kostet zwar Haufen Metall, aber... Ja, wir haben. Ihr habt noch 4 Souls. Boah, nerv nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Polymere, elektronische Geräte und Maschinenteile. Wären mal ganz cool. Und wenn wir einen Power Shortage haben, haben wir halt auch ein Problem mit allem anderen. Und die können ja gar nicht gebaut werden ohne Polymere. So, könnt ihr mal abfahren jetzt hier, zurück zur Erde bitte. So, du kannst dich mal da hinstellen. Ach, den haben wir auch noch. Oder warte, da geht er auch da, ne? Ladebatterie über das Stromnetz. Wobei, ne, ich lass den mal hier in der Nähe des Lagers. Oder der Lagerstätten. So, sehr schön. Jetzt geht das auch mal voran. Und ich verstehe nicht. Das konnte der da nicht einladen. Deswegen nehmen wir das mal auf hier. Sektor scanned. Das hier unten muss halt irgendwie noch funktionieren. 0 von 24 Kolonisten. 12 von 48. Das Problem ist durchschnittlicher Komfort. Mit diesem Scan ist eigentlich... Oh. Ephraim kaufen sogar für einen Gründer überdurchschnittlich enthusiastisch produktiv. Doch dabei gibt es einen einfachen... Ja, Kaufmann lebt es, das zu tun, was Ephraim Kaufmann tut. Der Gründer Ephraim Kaufmann hat die Eigenschaft Enthusiast. Ja, schön für dich. Aber... Erfrieren, wieso? Ach, guck mal an hier, das Teil, das ist noch gar nicht fertig. Da fehlt... Maschinenteile habe ich doch. Oh, bitte, erklär mir, warum das nicht gebaut wird hier, ganz ehrlich. Sobald alle nötigen Ressourcen vorhanden sind. Ich habe die Priorität gerade erhöht. Vielleicht sagen wir jetzt auch mal, wo haben wir denn einen Moment? There are Earthsick colonists.
Ja, warum seid ihr denn überhaupt hier, wenn ihr jetzt schon Heimweh habt? Auch so ein bisschen dumm. So, unterwegs zur Erde. Gut, es dauert noch. Der Erkunder, und zwar der Rover hier. Der hat ja noch. Wir We sind have a jetzt. power shortage. Welche sind denn das? Achso, okay. Oh mein Gott. Das wird deine neue Basis. Nee, das. Da. Wir müssen halt noch ein paar Drohnen am Start haben hier. Ich glaube, das sind einfach zu wenig Drohnen vielleicht mittlerweile schon. Das sind jetzt zwar nur vier, aber immerhin vier mehr, die etwas tun. So, jetzt ist der Rover ganz allein. Den stellen wir mal da aufs Abstellgleis. Und Polymere habe ich halt nicht mehr. Ich brauche Polymere. Nachschub! Oh, ich habe sogar eine Frachtrakete frei. Wie wenig eigentlich? Wieso funktioniert denn die Polymerfabrik hier draußen nicht? Weil da noch Arbeiter fehlen. Ich habe nämlich 12 von 48 Kolonisten. Wir brauchen noch ein paar Leute. Und die 12 haben alle Heimweh. Geil. Ah, wir haben keine verfügbare Rakete mehr. Wir machen jetzt einfach hier. Bitte mehr Priorität. Polymere, das ist wirklich das, was gerade fehlt. Wie sieht es mit Treibstoff aus? Okay, müssen wir eigentlich jetzt auch mal wieder anbringen, aber dann haben wir noch weniger. Und ich brauche eindeutig mehr Energie. Deswegen folgendes: Energie ist wirklich das Hauptproblem. We have a power shortage. Es kommt jede Nacht, kommt diese blöde "We have a power shortage". Resources are low. Nein, das kommt. Oh, was ist low? Kein Strom ist anscheinend low. So drehen. Ach, das kriege ich nicht mal rein da. Blöd. Na egal. Diese Ecke da. Pipe leak reported. Das war dumm. Drehen. Also wenn das dann keinen Strom mehr gibt, weiß ich auch nicht. Voll am Ausrasten gerade, aber irgendwie muss man das erklären. Sector scanned. So, ich weiß nicht, warum ich gerade so hart ausraste. Heftig! Und guck mal hier, die Müllhalden sind auch voll. Da können wir noch ein paar machen. Lagerung. Halt. Lagerung. Mülldeponie. Später kann man das ja für irgendwas benutzen, dachte ich. Weiß jetzt nur nicht, was es war. Moment, komme ich da noch dran? Ja, oder? Oh, gerade so. So, haben wir mittlerweile einen Pulli mehr? Leider nicht. So, 12 von 48. Die Rakete kann landen. So, und ich hatte gesagt, die kommt jetzt halt hier hin. Es sind ja letztendlich eh die Drohnen, die
Raketen dahin, die Passagiere dann hier zu der Kolonie bringen. Abreisende Kolonisten? Nein, die gehen alle zurück. Lol. Was ist denn da los? Was ist eigentlich deren... What? We failed the founders. But is this really the end? Effekt. Wieso? Hätte ich mal die. Oh, nö! Das ist doch scheiße! Ey, ich habe jetzt aber ehrlich gesagt auch keinen Bock, auf der Map weiterzuspielen. Was ist das denn? Mann, die regen sich auf, dass sie da oben keinen Komfort haben. Vielleicht war Europa doch schon zu schwer. Wir kommen nie Heimweh, ja. Ja, hier Raketen stellen auch selber. Das ist mir aber ehrlich gesagt zu einfach. Zum ersten Mal spielen. Ah, was willst du machen? Ich habe auch keinen Bock, dass ich dann wieder verkacke. Wir nehmen auf jeden Fall wieder den Erfinder. Ey, das war ja richtig behindert, ey. So, genau, das hatten wir alles so gelassen. So, das war doch hier in der Nähe. Hier ist halt wenig Beton und Metall. Wir auch noch wieder einen coolen Fleck finden, ey. Oh, das war jetzt so blöd, ey. Vor allem, wie lange man zockt und dann... die gehen alle zurück. Ich glaube, wir hatten es irgendwo hier in der Nähe, ne? Wenn wir jetzt hier noch eins mit ein bisschen mehr Wasser finden würden. Aber wir nehmen das wieder. Ist das dasselbe, was wir hatten eigentlich? Oder... Ja, das Problem hier ist eigentlich nur... Es gibt mehr Meteoriten. Oh, da war voll. Das nehmen wir. Start. Und mein Headset ist gerade am Tuten gewesen. Ey, das finde ich aber auch... Anstatt, dass ich da einfach nochmal ein paar Menschen raufschicke, weißt du, dann ist das Spiel direkt vorbei. Er ist dieselbe... Nee. Die ist ein bisschen anders. Hier gibt es so ein krasses Gebirge in der Mitte. Aber erstmal schicken wir hiervon ein paar los. Wir haben hier schon Betonmetalle und Edelmetalle. Und wieder kein Wasser in der Nähe. Geh mal weg da oben. Sonden, ja, ja, Tipp, ja, 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 ja. Oh, jetzt habe ich das. Mein Gott. Okay, da wäre Wasser. Beton und Metalle. Ey, da haben wir doch eigentlich alles. Wasser. Da ist erstmal alles am Start. Würde ich direkt landen. Ah,
Klatschen wir da noch einen rein. So, da war ein Meilenstein dabei. Ja, kriegen wir gleich eh noch einen neuen. Muss ich von vorne anfangen? Ja, ich weiß, so langsam. So, was haben wir? Den Erkunder. Schick den erstmal, warte mal, geh erstmal dahin. So, dann bauen wir ein Drohnenhub. Und jetzt überlegen wir direkt schon mal, dass wir das so bauen, dass wir uns gut vergrößern können. Vielleicht so in diesem Bereich. Natürlich die Frage, wo es gut ist. Wieso habe ich jetzt schon 8? Ach so, wahrscheinlich durch die einfache. Hm, alles klar. Nee, Quatsch. Wir wollen das Drohnenhub bauen. Und ich würde sagen, ja, es ist ja alles so weit drin. Gut, das zwar nicht, aber ist ja nur eine Dingsbums. So, auf jeden Fall bauen wir jetzt auch einen Sensorturm, damit das Scannen drumherum schneller geht. So, machen wir hier ein bisschen schneller. Und jetzt bauen wir das Lager direkt am Rand. Och nee, jetzt habe ich ja... Ist da nicht irgendein... Nee, ist kein Vorkommen. Und zwar, dass wir das hier so anfangen. Genau über dem Teil. Breakthrough discovered. Milestone achieved. So. Meteor incoming. What? Habt ihr das gesehen? Oh, das hat er direkt erforscht. Boah, das war knapp neben dem Lager. Das ist ja krass. Er hat das so ganz kurz gesehen. Unerforschter Sektor? Ah ja, tatsächlich. Okay, da sind wir aber gerade dran. Ist kein Problem. Jetzt fahren die zwar ein bisschen weiter, aber ist egal. So, dann kommt auf jeden Fall auch da rein ein Betonlager. Zwei Stück. Dann wieder zwei Universallager. Die kosten ja so nichts erstmal. Alles andere kommt dann danach. Ey, ich hoffe, dass da nicht nochmal ein Meteorit einschlägt. Aber da, wo schon mal einer eingeschlagen ist, kommt doch nicht nochmal einer runter. Das wäre doch ein mega Zufall. Und jetzt fangen wir mal an. Wir brauchen Energie. Oh, wir haben schon zwei von den Stirling-Generatoren. Ich überlege gerade. So, dann machen wir direkt so eine Produktionsanlage jetzt hier rein. Man lernt ja von Spiel zu Spiel dazu. So, und dann erstmal Kabel. Und gegenüber würde ich direkt sagen, Akkus. So, dann haben wir hier einen Trans... Ne, das ist der Rover. Wir gucken mal ein bisschen Metall. Ach, da kommen die dran, sehr schön. Das ist nicht mehr im Bereich, da kommen die nicht dran. So, wo war denn der Entdecker? Ne.
Da ist der Erkunder. Ach, da oben war das, genau. Zack. Hier unten in der 9 ist auch einiges zu entdecken. Also unter der 9. So, haben wir denn eigentlich noch hier Sachen drin? Okay, noch. Oh, ich wollte gerade sagen. Das war ein kurzer Schock, aber wahrscheinlich könnte ich es deswegen nicht entladen. Ach so, klar, weil die noch nicht fertig sind. Ach, Beton, 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 ganz wichtig. Breakthrough discovered. Energie. Da. Boah, wo krieg ich denn hin? So. Finde ich aber gut, dass das größere Abschnitte sind. Oh, das war natürlich blöd. Aber das reicht. Wenn wir hier die Kuppel hinbauen, kein Problem. So, dann kannst du direkt, oder Transporter, der kann mal noch weiter abbauen. Ne, da kommen die noch dran, die kleinen Teile. Wo haben wir denn Metall? Hier ist doch überall noch Metall. Und der Erforscher, Erkunder, macht sich auch mal auf den Weg. Boah, hier ist schön Metall. Ja, wie wär's denn mal hier mit dem Mittelteil? Wobei, warte, ist das der Metalltyp? Ne, da unten. Vielleicht sollte ich erstmal einen Teil entladen, damit die weitermachen können. Hoho. Ewige Fusion! Da. Fusionsreaktoren. Hey, warte mal. Das ist nur eine Transportroute. Das kriegt also nicht Abbauroute, ne? Leider. Ja, egal. Dann macht das so. So, der ist da. Und wir hören auf hier an dem Part. Müssen wir halt von vorne anfangen, ne? Beim nächsten Mal geht's weiter. Danke fürs Einschalten. Gebt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr irgendwie Tipps habt, weil wir gerade so verkackt haben, dann gerne in die Kommentare. Haut drin. Bis dahin. Tschüss.